Hi Leute, hör mal, ich werde immer häufig von unseren Kunden gefragt, was ist eigentlich eine Pulverbeschichtung? Wir klären es nach dem Intro. Eine Pulverbeschichtung ist eine super Möglichkeit, wenn man Metallbauteile farbig gestalten möchte. Eine Pulverbeschichtung ist wirklich eine hochwertige Oberflächenbehandlung, die wirklich sehr dauerhaft ist, die pflegeleicht ist und man hat da halt wirklich eine Menge Möglichkeiten, was das Farbspektrum angeht. Es gibt Standardpulver, also sprich Pulver in verschiedenen Farben und dann gibt es auch noch so Sonderpulverbeschichtungen mit speziellen Strukturen, wie zum Beispiel Antiksilber oder mit anderen Pigmenten. Also da gibt es wirklich eine Vielzahl von Möglichkeiten. Der große Vorteil einer pulverbeschichteten Oberfläche ist immer, dass die Oberfläche sehr glatt ist, sie ist isoliert, also sprich diese Oberflächen sind auch nicht mehr elektrisch leitfähig und sie sind sehr leicht zu reinigen, weil dieser Kunststoff verhindert eigentlich sämtliche Anhaftung von irgendwelchen Umwelteinflüssen. Und wenn man mal irgendwelche Verunreinigungen oder Ablagerungen drauf hat, kann man diese ganz einfach mit einem Tuch wegwischen. Wie funktioniert denn jetzt nun so eine Pulverbeschichtung? Also, man hat ein Pulverlack, was halt die entsprechende Farbe, die entsprechenden Pigmente hat. Dieses Pulver wird elektrostatisch aufgeladen und dann mit so einer Art Pistole, so kann man das sagen, auf das Material aufgebracht. Dadurch, dass dieses Pulver elektrostatisch aufgeladen ist, schmiegt dieses Pulver sich natürlich wunderbar an die Oberfläche an und kann wunderbar haften. Wenn das Pulver dann aufgetragen ist, wird es in den Ofen geschoben und wird dort quasi gebacken. Oder man nennt das auch einbrandlackiert. Und wenn das dann aus dem Ofen rauskommt, ist diese Oberfläche fix und fertig. Sie ist glatt, sie ist strapazierfähig, sie hat die gewünschte Farbe und können eigentlich auch schon eingebaut werden. Man kann also mit einer Pulverbeschichtung wirklich wunderbare Farbakzente auf der Baustelle setzen, sei es nur auf dem Balkon, sei es ein Treppengeländer, ein Tor oder andere Metallbauteile. Es ist wirklich eine super Sache. So, dass man in ganz, ganz groben Zügen erklärt, also wirklich in ganz groben Zügen, was ist eine Pulverbeschichtung, wofür braucht man das? Wirklich eine geile Sache und bis zum nächsten Mal. Ciao mit V. So, das ist jetzt übrigens das zweite Mal, wo ich dieses Video aufnehme, weil wisst ihr, was lustig ist? Wenn man 5 Minuten in so eine Kamera reinquatscht und dann merkt, ich habe die Kamera gar nicht eingeschaltet, das ist ärgerlich. Wie mein Feierabend.